Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Tja, wir wollen jetzt ja noch ein bisschen mit den Leuten reden, bevor wir wirklich anfangen. Call Riga. Shepard, Talizora, schön Sie beide zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären etwas angenehmer. Was haben unsere Aufzeichnungen ergeben? Wirklich schlimm, es ist genau wie Sie sagten. Die Sonne hätte sich auf Haystrom keinesfalls so verhalten dürfen. Die Theorie über die dunkle Energie stimmt also? Das ist beunruhigend. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen, Ma'am. Ich werde fürs Schießen bezahlt. Was tun Sie an Bord der Raya? Klingt, als hätten Sie Ihren Bericht bereits bei der Admiralität abgeliefert. Ich bin geblieben, um zu den Vorwürfen gegen Talizora Stellung zu beziehen. Ich habe mit ihr gedient und sie hat was Besseres verdient als das hier. Danke, Cole. Ich sag nur, wie es ist, Ma'am. Hatten Sie Glück und konnten beim Admiralitätsrat vorsprechen? Admiral Rahn wollte meine Meinung über die Geth hören, weil ich ja auf Haystrom gegen sie... Sie und Admiral Garrel hoffen, dass sie einen Haufen Geth töten, um die Menge auf unsere Seite zu ziehen und dann Beweise finden, um ihren Namen reinzuwaschen. Sie haben gezögert, aber Ma'am, sie hatten kaum andere Optionen. Ich habe empfohlen, sie auf die Alarai zu schicken. Ich hoffe, sie kommen damit klar. Sie haben das Richtige getan. Danke. Sie sagten, ihre Mission hätte etwas mit dunkler Energie zu tun. Richtig. Erinnern Sie sich an diese verdammte Sonne auf Haystrom? Hat alles lahmgelegt und viel zu stark gestrahlt. Die Sonne wird alt. Aber das stimmt gar nicht. Dunkle Energie. Sie reduziert die Masse im Inneren des Sterns und verwandelt ihn vorzeitig in einen Gasgiganten. Die Techs machen sich Sorgen. Glauben Sie, die Geth sind dafür verantwortlich, was mit der Sonne von Haystrom passiert? Keeler, hoffentlich nicht. Wenn sie einen Stern manipulieren können, sind unsere Chancen im Kriegsfall noch schlechter, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass es die Geth sind. Um einen Stern in dieser Weise absichtlich zu beeinflussen, bräuchte man viel Zeit und jede Menge Ressourcen. Für eine Waffe ist es nicht effizient genug. Und nicht mal die Geth würden ein Sternsystem zerstören, das sie noch brauchen können. Außerdem sind sie erst wieder aufgetaucht, als wir auf der Bildfläche erschienen sind. Hoffentlich haben Sie recht, Ma'am. Die synthetischen Mistkerle sind schon jetzt schlimm genug. Was bedeutet diese Zunahme der dunklen Energie? Müssen wir deswegen beunruhigt sein? Tut mir leid, Shepard. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Wissenschaftler sind jedenfalls beunruhigt. Hoffen wir mal, dass es sich um ein isoliertes und seltenes Phänomen handelt. Wenn dunkle Materie eine Sonne destabilisieren kann. Vermutlich muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen, aber die Ressourcen in der Galaxie sind schon knapp genug, ohne dass plötzlich Sterne sterben. Manchmal glaube ich, mit der Flotte rumzufliegen, ohne einen eigenen Planeten zu haben, ist wirklich die beste Lösung. Wie geht es Ihnen, Riga? Sie mussten ja auf Haystrom ganz schön was einstecken. Der körperliche Schaden hielt sich in Grenzen, aber ich lag eine Woche lang mit einer Infektion flach. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ich muss jetzt nicht diesen Admiralen gegenübertreten. Mit so einem Immunsystem sind die Quarianer im Krieg schwer benachteiligt. Sie verlieren mehr Leute durch Infektionen als im eigentlichen Kampf. Einen Frontalangriff können wir uns nicht erlauben, das steht fest. Wir müssen es klug anstellen. Idealerweise aus dem Orbit. Wir haben jede Menge Antibiotika. Es ist ja nicht so, dass uns ein einziger Schuss gleich umbringt. Nein, Shepard hat recht. Sie haben nur unsere Spezialeinheiten gesehen, Tali. Die Frontsoldaten sind lange nicht so gut ausgerüstet. Und wenn dann noch der Nachschub abreißt, wird's schnell ziemlich übel. Wir sollten jetzt gehen. Viel Glück auf der Alarai. Passen Sie auf sich auf. Talizora, sind Sie angesichts der Umstände sicher, dass ein Gespräch mit mir angemessen ist? Ich suche nach Informationen über die Alarai. Ich habe nicht vor, Sie mitten auf dem Platz zu bestechen, Admiral. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Commander Shepard. Wir sind Ihnen nach Ihren Aktionen gegen die Geth zu großem Dank verpflichtet. Tali hat mir geholfen. Ohne sie hätten Saren und die Geth uns alle vernichtet. Ihre politischen Manipulationsversuche sind zu offensichtlich, Commander. Und zudem unnötig. Wenn Sie und Ihr Vater wirklich mit aktiven Geth-Subjekten experimentiert hätten, wären Sie schlichtweg Idioten. Wozu also Ressourcen bei einem Prozess verschwenden? Und wenn nicht, haben wir es mit einem tragischen Unfall bei der Arbeit für ein höheres Ziel zu tun. Auch in diesem Fall wäre kein Prozess vonnöten. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur wenig. Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen aufgefangen, bevor die Geth alles... Um ein Schiff zu übernehmen, muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein. Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen. Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben.
Ich habe nur Einzelteile geschickt und daraus lassen sich niemals so viele Geth zusammensetzen. Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein. Ja, zumindest im Admiralitätsrat. Herrn Garrow sieht nur einen Feind, der zerschmettert werden muss. Saal Corys würde am liebsten wegrennen und sich in einer neuen Kolonie verstecken. Und Charla Rahn kann sich nicht entscheiden. Ich hatte gedacht, Rahl würde zu Herrn halten, aber wenn er wirklich mit aktiven Geth experimentiert hat, haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen. Wenn wir Rahl nicht liebend auf der Alarai finden, was wird dann wohl Ihrer Ansicht nach passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt sich. Hen verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg. Das würde für Frieden sprechen, weil Charla Rahn viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren. Aber wenn der Admiral, der Rahl ersetzt, mir zustimmt, könnte das Ganze ziemlich aufregend werden. Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Rahl hat sich für seine Experimente an Geth nicht schuldiger fühlen müssen, als ich früher bei Operationen an Kinderspielzeug. Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral. Ein Schiff fliegt schneller als ich. Richtig programmiert kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen. Aber es ist trotzdem nur eine Maschine. Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen. Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrotten. Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich dann nicht befreien? Damit das alte Schlachtroß Herrn Garrow und der feige Saal Corys den Kurs vorgeben können? Sicher nicht. Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Zora nur am Rand zu tun hat. Nichts für ungut. Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Rahl etwas Brauchbares über die Geth in Erfahrung gebracht hat? So ist es. Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen. Wollen Sie neue VIs erschaffen? Nein, Tali Zora. Ich möchte die Geth wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianer. Sie sind verrückt. Danke für die Information. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander. Die Alte ist schon so ein bisschen größenwahnsinnig, oder kommt mir das nur so vor? Du hast mich hintergangen, Charla. Du hast Captain Danner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Alarai zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Ich weiß, dass Sie versuchen, ihr zu helfen, Admiral. Aber das ging etwas zu weit. Es tritt sonst niemand mehr für Sie ein, Shepard. Ich tue bereits alles, was in meiner Macht steht. Ihr Vater hätte das auch gewollt. Sag doch sowas nicht! Er könnte auf dem Schiff immer noch am Leben sein. Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Was können Sie uns über die Alarai sagen? Nicht viel, fürchte ich. Rahl Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht. Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Geth-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt. Ich habe vermutet, er hat Waffen an Geth-Komponenten getestet. Wir wussten nichts davon, bis die Alarai ein Notsignal sendete. Dann brach der Kontakt ab. Wir wussten nicht mal von den Geth, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde. Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging. Genau das sage ich. Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Nein, das müssen wir nicht. Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Rahl Admiral wurde. 25 bis 30 Jahre, schätze ich. Ich war bei Talis Geburt dabei. Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten. Ich war danach eine Woche lang krank. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe Tali von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Ich verstehe nicht. Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten. Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter und einem eigenen Anzug. Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen. Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge.
Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt. Es gilt dann als erwachsen. Ryle scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben. Das ist schwer zu erklären. Ich sollte nicht... Schon gut, Tante Schala. Keine Geheimnisse unter Kameraden. Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt. Wenn du meinst. Ryle hatte sich ganz der quarianischen Sache verschrieben. Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie. Er wollte Tali und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben. Oder zumindest eine starke Flotte. Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen. Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Geth-Teile geschickt hast. Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können. Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente. Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst. Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war, den niemand hätte vorhersehen können. Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben. Sie haben das bemerkt. In der Tat, die Präsenz der Geth macht die Angelegenheit ziemlich heikel. Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern. Du denkst an Krieg? Gegen die Geth? Ich nicht, Tali. Aber andere schon. Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist, aber selbst sie können es nicht mit den Geth aufnehmen. Wir sind es müde, von Stern zu ziehen, Shepard. Wir wollen unsere Welt zurück. Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt. Ich sage hier nicht einfach meine Meinung. Ich tue kund, aus welcher Richtung der Wind weht. Wir sollten weitergehen. Viel Glück auf der Alarai. So, dann sollten jetzt ja nur noch zwei übrig sein. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen... Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück. Und erledige unterwegs ein paar Geth. Und sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Gerol Vasmima. Sie haben Admiral Chorus ordentlich in die Schranken gewiesen. Es freut mich, dass Talis Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Ich will nur Tali helfen, Admiral. Schön, dass das überhaupt jemand tut. Sie glauben doch, dass ich unschuldig bin, oder nicht, Admiral? Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. Und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Rael dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Geth. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral! Mein Vater, Ihr Freund, ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Schala dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alarai bereits zerstört worden. So sieht's aus. Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, Ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zen. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Geth genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Rails Forschung. Admiral Chorus ist der gleiche weinerliche Anzugscheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Chorus' Politik also nicht einverstanden? Oder ist es was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Geth. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurückzuerobern. Jede Forschung in Sachen Geth macht ihn wütend. Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Sie und Talis Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab. 10 Mann Crew, 6 davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen.
Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben Sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl, die Position zu halten. Aber Rael hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig. Sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übernahm das Steuer, ich die Geschütze und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten uns Idioten, klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Rael. Es klingt, als ging es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur aus Spaß Waffentests an den Geth durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Geth den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral. Und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Danke für die Informationen. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. Angesichts Ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tali einen Gefallen getan, indem ich Vas Nima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Zalkoris Vas Quipquip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tali, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tali und ihrem Vater finden, wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen. Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff, seine Crew hingemordet von lebenden Wesen, voller Schmerz, straft sie Lügen, Talisora. Haben Sie ein Schiff namens Quipquip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Défense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quipquip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Was genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Ich respektiere Tali sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Natürlich haben sie das, nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, was Talis Prozess angeht. Das ist richtig. Tali, ich entschuldige mich, dass Ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird. Die anderen Admirale wollen Krieg. Rael Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst. Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth koexistieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder, Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für beide Seiten. Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen, bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Talisora. Das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Wir sollten weitergehen. Leben Sie wohl, Talisora. Alles Gute. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Tali. Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. So, da hat das alles wieder ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gehofft hätte.
Aber da ja, das tut es ja immer. Und ja, mal sehen, gibt es hier noch irgendwen, mit dem ich reden kann, bevor wir darüber gehen? Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Tali Zora hat zwar einen Menschen. So. Da würde ich meinen, mache ich an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns nächste Mal wieder an Bord der Alarai, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2.